bist du denn? Da stand Taxi Polska drauf. Ich hab das nicht gelesen. Warum bist du in Los Angeles? Ich hab nur diesen riesigen... Bist du denn in Los Angeles? Who's that Pokémon? No way for you! Okay, dann fangen wir hiermit an. Oh shit, ich hab vergessen, meine Szene zu wechseln. Ups. Ah no, jetzt habe ich nicht genug Zeit, es zu finden. Ist jetzt schon peinlich. Ah, ist es hier, oder? Ja, keine Ahnung. Fuck! Wo bist du? Oh, okay. Ja, Dubai. Mann, ich wusste nicht, ob es Dubai oder Abu Dhabi war. Oh, ich hab irgendwie beides im Kopf gehabt. Das Buji Arab. Oh, 300 Punkte plus gemacht. Let's go. Ah, mit sowas hast du es hier zu tun. Ja, aber mal, ich hab auch erstmal gepennigt am Anfang. Ach du Scheiße. Was? Was zur Hölle ist das? Wo ist das denn? Okay, warte mal, wo ist die Sonne? Okay, Sonne ist im Süden, wir sind auf der Nordhalbkugel. Kann man sich auch bewegen da? Ja, ne? Du kannst dich natürlich bewegen, aber ist das... Also ich habe eine Idee gehabt, aber das ist es doch nicht, oder? Also meine Idee wäre... Ich kann aber keine Ahnung, wo das ist. Das Problem habe ich, glaube ich, gerade auch. Wo ist das denn? Oh Gott, ich kenne mich ja in den USA halt gar nicht aus. USA, sagst du? Nee, das ist doch nicht in den USA. Ist es nicht? Nein. Das ist halt der einzige Gast, den ich hatte. Ist es nicht? Du lügst, ne? Du lügst. Ich hab keine Ahnung. Wirklich. Ich hab keine Ahnung. Was ist das für Famous Place? Ich hab keine Ahnung, wo der Grand Canyon ist. Oh. Ich hab das genau ja. Gleich auf, Könnt ihr jetzt weg? Hä? Okay, komm, man kann sich wieder nicht bewegen. Okay, das ist furchtbar. Hey, oh, warte mal, ist das? Auf. Wo ist der noch? Scheiße. Ja, jetzt ist halt die Frage, ist das ne? Oder? Ja, aber was? Ne. Ich kenne mich mit Bergen jetzt nicht so aus, muss ich auch sagen. Nicht. Ich glaube, welcher von denen ist das? Ich schicke keine Ahnung, welcher von denen das ist. Ja, ich habe jetzt, ist das Everest oder Kilimanjaro? Ich hab keine Ahnung, ich geh einfach mal hin. Oh mein Gott, was? Ich hab 0 Punkte bekommen. Ich auch 0, ich hab 0. Welcher Berg ist das? 700 Kilometer weg. Welcher Berg war's? Wie hätte man das erkennen können? Ich hab keine Ahnung. Wo ist denn der? Ich weiß, also, Mond? Was ist das denn? Was ist der? Wo ist der denn? Was ist das für ein Berg? Das ist ein Berg in Chile. Hier ist der Katarata-Grill ist hier auf jeden Fall. Oh Gott, okay, das letzte entscheidet bitte irgendwas, was wir wissen. Osorno. Okay, das ist anscheinend ein Vulkan. Vulcano Osorno ist das, glaube ich, den man sieht. Vulcano Osorno. Oh mein Gott, jetzt entscheidet sich das einfach. Das ist geil, ja. Okay. Oder ist es nicht? Ist das nicht? Hier? Fragezeichen? Oder ist genau, das... Genau, weißt du, das ist, finde ich sehr, sehr gut bei euch. Oder ist es das hier? Nee, das hier ist das, oder? Du weißt, wo es ist? Ich habe eine Vermutung. Ich glaube, ich weiß, was das hier sein soll, aber... Sicher? Also, ich keine Ahnung. Nee, ich habe vielleicht auch doch gar keine Ahnung. Ich glaube, ich bin komplett auf LOL. Ich bin genau daneben, okay, nice. Gut. Hab ich gewonnen? Hey, wo gewonnen. Bist du? Wo bist du denn? Da stand Taxi Polska drauf. Ich hab das nicht gelesen. Warum bist du in Los Angeles? Ich hab nur diesen riesigen... Bist du denn in Los Angeles? Da war ein fettes Schild mit Taxi Polska. Das hab ich nicht gesehen. Ich hab nur diesen großen, runden Dom. Und da stand Kuloschniowka und so drauf. Wie bist denn du in Linwood? Ach, reden wir einfach nicht drüber, okay? Da war ein Deichmann. Ich reden nicht drüber. Ja, richtig. Ist doch bekannt in L.A. Das ist die Stadt des Deichmanns. Ich hab 7 Punkte dafür bekommen. Okay, die ersten Teil der GeoGuessr-Challenge, ne? Also verdient dir geholt. Also du musst eine Sache wissen über uns bei Bonjour. Lesen ist so ein Aufnahmekriterium. Wenn man nicht gut lesen kann, dann kommt man zu Bonjour ins Team. Also man darf halt wirklich nicht lesen können. Das ist so Nummer 1 Aufnahmekriterium. Okay. Also da habe ich jetzt auch wirklich sehr viel Glück gehabt, weil ich glaube, die meisten Sachen werden so wie dieser Berg oder das in Iran sein. Ja. Und ich werde einfach
keine Ahnung haben, wo das ist, einfach irgendwo blind tippen müssen. Okay, wir legen los. Ich weiß, wo es ist. Ich auch. Alter, ich bin halt so nicht da. Da war ich schon mal. Warst du schon? Das ist geil. Ja, aber ich muss es erstmal finden. Ich weiß, was es ist, aber ich muss halt auch erstmal jetzt finden. Ich glaube, die Sachen, die es sind nicht eingezeichnet, ne? Ja, das könnte sein. Das ist nämlich gerade für mich ein Problem. Ich glaube, Zeit ist ja auch wichtig, ne? Zeit ist wichtig. Gibt auch Punkte. Nee, ich glaube, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, das hat jetzt nicht falsch war, aber ich weiß, also ich weiß nicht, welche von denen es ist. Ja, aber ich war genau da, weil... Oh mein Gott, es ist falsch. Es ist eingezeichnet da. Also, ja, warte mal, ich bin richtig, okay, gut. Da steht Little Big Ben drauf. Ich bin so bad, ne? Ich bin alle Brücken einmal abgegangen. Ich dachte, oh mein Gott, war da irgendwo das Ferris Wheel eingezeichnet? Stand der dran auf der Karte, der Big Ben? Der stand dran, ja, der stand dran. Ich bin 13 Punkte verloren. Ich war auch erst auf der Tower Bridge, wo du bist. Da habe ich angefangen, bin dann so einmal links dran gegangen. Ich dachte, die Carnival Tower of London, das sieht richtig aus, das Gebäude ist so eindrucksvoll, ne? Mhm. Muss es sein, dachte ich mir. Ach guck, du hast auch nur 13 Punkte weniger. Ja, nein, wir waren ja, das ist ja ein Kilometer. Oh. Okay. Aber wo der ist schon eine Frage, ne? Das ist schon eine Frage. Du musst halt ganz genau, da geht's halt um kleine Punkte, geht's da. Ja, okay. Müsste der denn nicht super groß eingezeichnet sein? Ja, ich glaube, das müsste passen. Okay, ich logge ein. Wäre jetzt gemein, wenn das nicht der in Paris wäre, ja. Nur einfach in Las Vegas. Gib den Tipp, du hast oben einen Kompass, mit dem du arbeiten kannst. Oh. Ja, ist jetzt zu spät. Ich glaube, das ist die richtige Seite. 10 Meter. Aber oh, diese 13 9 Punkte Meter. Werden mich halt kosten, ne? Die werden mich kosten. Das kann sein, mal gucken. Weil 13 Punkte ist schon eine Menge. Gibt's da auch wieder 5 Runden? Ja. Wo wir sind. Ja, jetzt hätte man in der Runde davor aufpassen müssen, wo der ist, ne? Hast du aufgepasst, wo der ist? Ich hab aufgepasst. Scheiße. Natürlich gar nicht gern. Er muss doch da draufstehen, der Bucci-Arab. Das kann ja nicht sein, Mann. Wo ist er denn? Finde ich nicht. Oh, oh. Ich hab keine Ahnung. Fuck, das wird jetzt... Ich weiß nicht, was ist. Oh, wir sind beide da dran. Ich bin 11 Kilometer, du? Auch genau 11 Kilometer. 4, 9, 56 habe ich. 14 Punkte. Unterschied. Oh, Mann! Gott. War der eingezeichnet, der Bucci-Arab? Ja, Bucci Khalifa. Wenn man ganz weit reinscrollt. Oh, diesmal muss ich mir merken, wo der ist. Okay, Bucci Khalifa. Ey. Er ist natürlich direkt beim Dubai-Zeichen. Ja, ich habe da ganz sicher geguckt, aber ich habe es nicht gefunden. Oh, sind wir hier? Na gut, ne? Na gut, ne? Die habe ich auch schon mal gesehen. Ja, hast du schon mal gesehen, das ist gut. Das Ding ist, ich weiß immer, wo das grundsätzlich ist, aber es genau zu finden, ist für mich echt schwer. Ich war noch nicht in vielen Teilen von der Welt. Also ehrlicherweise, wo genau das ist, weiß ich auch nicht. Ich glaube, ich bin actually falsch, kann das sein? Ich die Insel. Wait, da gibt's einen Sacred Labyrinth, die ist zu weit weg, oder? Da, okay. Hast du sie? Mhm, zum Glück. Hier auf der Seite auch. Hier irgendwo sein. Ich hab sie nicht, ich glaube. Ich habe ein Problem. Da! Oh. 1 Meter! Die ist in New York so drin? Mhm. Ja, ich war so auch rechts davon. Ich war jetzt auf der Governors Island. Ich war zumindest Mann, relativ nah, aber 32 Kilometer ist natürlich trotzdem noch weit weg. Das sieht sehr schlecht aus. Das letzte muss sehr schwer sein. Okay. Ich muss, glaube ich, mal umdrehen zu gucken. Ah, okay. Ist doch. Ja, ist doch auch hier. Hätte ich jetzt gesagt. Aber da werde ich mir schwer tun zu gewinnen. Da werde ich mir leider schwer tun. Mist, da kann ich den Chat wiederholen. Ah, oh, das ist so in. Oh, dieses. Oh, ich hab.
Den Dump-Test habe ich nicht bestanden, glaube ich. Ah, da! Okay, wir müssen auf. Aber. Du Triumph. Die Triumph. Nein! Oh mein Gott! 1-1. Ui. Okay. 1-1. Ich bin nicht der Dümmere. Auch wenn wir Runde 1 vergessen, einfach, okay? Oh, der Dump-Test. Der Dump-Test. Willst du nochmal Famous Places aber gemeistert. Ja, aber ich habe den heimlich trainiert die ganze Zeit, deswegen. War ein Schachzug von mir. Wollen wir jetzt einmal Standard gehen, dass wir quasi irgendwo in der Welt rauskommen? Ja, mach einmal Standard. Okay. Das wird aber ein absolutes Fiasko, glaube ich. Das wird wirklich Fiasko. Ich mach mal Rundenzeit. Mach ruhig mal. Rundenzeit? Ja, okay. Ja. Ja, 1,30 ist gut, oder? Das ist halt auch so klein, eigentlich. Wenn man auf der Map guckt, denkt man so, ja, die muss so groß eingezeichnet sein. Das ist die Freiheitsstatue, aber du musst halt wirklich so nah ran gehen. Ist übers ganze Ding. Ne? Mhm. Der Akte die Trom. Ai. Okay. Jetzt wird Chat tilten, ja, mit Sicherheit. Okay, ich mach Chat weg. Wir legen los. Ich hoffe, dass du die Vegetation gut erkennen kannst. Ist doch Köln, oder? Das ist. Okay, gucken. Wichtig ist irgendein Schild finden. Irgendein Kennzeichen. Irgendwo. Warte mal, das Auto da? Sieht doch mal interessant aus. Was steht da? Achso, man darf sich bewegen, oder was? Ja, du darfst dich bewegen. Du kannst rumreisen, du kannst Schilder angucken, E-Mail-Adressen sehen. Kann man irgendwie bis jetzt schneller sich bewegen? Ich glaube, statt auf die Pfeile zu klicken, quasi in die Richtung, in die du gehen möchtest, so doppelklicken, kannst du auch machen. Irgendwie schneller fahren. Ich habe jetzt auch 2 Minuten, also wir haben einen Ticken mehr Zeit als eben, weil hier ist halt echt schwer, was rauszufinden, damit wir nicht so komplett unter Druck sind. Okay, kann ich den QR-Code hier scannen vielleicht? Sieht das aus? Nee, sieht nicht so aus. Sieht eher aus wie das. 30 Sekunden, ne? Aber ist nicht das hier falsch? Müssen wir nicht auf der. Nee, das kann es nicht sein. Oh Gott. No way. Sieht es hiermit aus? Könnte es auch sein, aber das ist noch eher so eckig. Boah. Keine Ahnung, was hast du getippt? Ich tippe jetzt Südkorea. Es ist Taiwan. Ich habe Japan, habe ich getippt. Ich dachte auch in Japan, aber dann habe ich gesehen, dass die halt auf der rechten Seite auf der Straße fahren. Oh, das ist eine Sache, die ich wusste. Das ist eine Sache, die ich wusste, dass man in Japan halt auf der linken Seite fährt. Also da wusste ich jetzt nicht Japan. So weit weg, ne? So ungefähr richtiger Beitrag waren wir schon. Also gut, sind 2000 Kilometer, ne? Aber. Ich meine, es ist Asien. Das ist Ostasien. Okay, das ist jetzt wieder was ganz anderes, ne? Das ist Duisburg. Ich meine, actually ist das Deutschland, ne? Sehr viel zensiert, das muss Deutschland sein, ja. Okay. Gut, da war ein Schild. Hast du was gefunden? Nee, das ist doch hier dann, oder? Ja. Aber passt da die E-Mail-Adresse? Echt. Einfach kein. Was hast du denn? Mensch aller Welt. Ich hab so einen Imbissladen oder sowas gefunden, wo halt eine E-Mail-Adresse drauf stand. Was ist denn hier? Und da steht die E-Mail-Adresse, zeigt den Ort oder was? Also, das ist halt die Endung von der E-Mail, ne? Das ist doch das hier dann, oder? Das ist natürlich sehr, sehr gut. Da muss man sich mehr umschauen, ne? Okay, ich habe eine Kirche gefunden mit einer Flagge. Das ist. Warte mal. Nee, das ist die nicht, oder? Mann, ich bin. Das Ding ist, ich gaslight mich instant auch immer selbst. Was haben wir jetzt hier? Hä? Ich, keine Ahnung. Ey, ich bleib jetzt hier. Ich tipp irgendwo hier. Da. Ich hier. Ich hab nicht den Hauch an der Ahnung. Ist das Frankreich? Ist das Belgien? Ist das Luxemburg? Ich bin doch richtig, Mann! Hey, du warst richtig? Ich war erst mal hier in Rumänien, weil ich habe .ro auf eine E-Mail gesehen. Dann habe ich so einen Namen gelesen. Aber da sind doch überall französische. Da war ein französischer Wagen. Da war doch. Mein Gott, ich dreh einfach durch. Ich dachte, das wäre Frankreich. Ich dachte, das ist Spanien, da steht Pharmacia. Und dann habe ich da. Ich dachte, das ist eine spanische Flagge an der Kirche, aber es war es gar nicht. Nein, aber da war. Also ich da war so ein Wagen und auf dem stand was in Französisch. Oder bin ich jetzt blöd? Da stand was in Französisch. Die Gerstleiten uns einfach. Nee. Oh! Das kennt man doch, oder? Ist das nicht hier? Ich sag einfach nur irgendwas, um mich zu orientieren. Ja, das ist das hier, oder? Was ist was hier?
Also guck mal, denk einfach an. Du siehst ja diesen Kanal am Spawn in der Mitte. Woran denkst du sofort? Die Richtung. Die Richtung ist. Das heißt, wir sind eher hier so, oder? Aber wir sind hier so. Also ich war mir direkt sicher, als ich den Kanal gesehen habe, dass Amsterdam ist. Aber wo in Amsterdam? Du warst näher dran, ne? Ja, ich hab so ein bisschen anhand von den Schildern versucht, das hinzubekommen. Ja, das machst du smarter als ich mit den Schildern, muss ich ganz ehrlich sagen. Das machst du echt smarter. Boah, noch zwei Runden habe ich. Also trotzdem noch super nah dran. Ja. Dann hat es ist ein großes, in wo nichts ist, Genau, genau. Du jetzt. Sowas zum Beispiel, ja. Okay, ich eile und suche nach Sprachen, Schildern, irgendwas. Oh Gott, ist ja wirklich einfach nirgendwo. Auch hier mit der Farbe von den Häusern. Welche Häuser? Was? Das muss doch hier sein, oder? Nicht noch irgendwas anderes. Oh, vorne bitte. Gott, ey, ich bewege mich wie so eine Schnecke vorwärts. Irgendwas muss doch hier noch geben. Ich habe noch 50 Sekunden. Nee, ich glaub, ich also die ungefähre Ländergruppe habe ich, aber. Ja, also ich bin auch bei einem. Ich bin relativ sicher, dass es eins von denen ist, aber es kann halt auch jedes andere sein. Oh, hier ist mein Schild. Das ist so schwer, ne? Das ist super schwer. Also, ich tippe jetzt mal auf hier Norwegen, aber. Es war Finnland! Du hattest auch noch. Ich hatte Schweden. Okay. Ja. Jetzt bin ich weit. Jetzt brauche ich jetzt in der letzten brauchen wir jetzt was Hartes. Da brauchen wir so eine richtige Doozy, brauchen wir. Oh, guck mal. Punkt komm. Oh, was steht da? Was ist da? Was ist denn die? Okay. Glaube ich. Ich kenne mich mit Flaggen so schlecht aus. Was ist das für eine Flagge? Ich weiß es nicht. Ich liebe dieses Spiel, aber hei, bin ich verloren. Ja. Aber tatsächlich haben wir uns keinen so kompletten Blunder bis jetzt gegönnt, ne? Ja, stimmt. Was ist das denn? Das hier? Wie bitte? Ich hab keine Ahnung, wo wir sind. Also in Rumänien, Serbien. Das ist es, oder? Das hier. Bulgarien wahrscheinlich. Vielleicht runter nach Türkei. Geh einfach mittig. Oh, ich dachte, das wäre Estonien. Es war Bulgarien. Es war actually Rumänien. Ich habe dir das Richtige gesagt. Ach, das gibt's ja nicht. Bulgarien was? Bulgarien was? Ah, da war doch eins mit .es. Ich dachte, das steht für Estonia. Ah, oh, okay. Ganz am Ende habe ich .bg gefunden. Ich dachte, also wirklich ich so 10 Sekunden vor Ende. .es steht für Estonia, ehrlicherweise. Oder wurde ich ja geschoolt, die Runde. Ganz oft kann es auch sein, dass da irgendwie so irgendwas Fake drauf ist. Also, dass da einfach jemand da quasi am Durchfahren war oder sowas. Erst ist Spanien? Boah, ich habe keine Ahnung, Leute. Ja, der muss irgendwo ganz groß Bulgarien gestanden haben, schreibt mein Chat jetzt. Ach Mann, ja, okay. Ey. du weißt, wir haben uns beide nichts geschenkt. Das war in jede Richtung rausgehen können hier. Du bist echt gut. Nice. Holy shit. 2-1 für dich. China to home.